Hallo YouTube und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Wir sind heute wieder hier auf der wunderschönen Canterbury Infinity im LS19. Wir sind da noch beschäftigt mit dem Bird bestellen, also mit dem Ansehen. Und so wie es ausschaut, schaffen wir sogar das Feld schneller anzusehen als wie der Helfer das nebere Feld oben tut. Wundert mich nicht, weil beim Umdrehen ist der Helfer langsamer als wie. Ja, so. Ich habe offline ein bisschen weitergearbeitet. Ich habe geschaut, dass ich das Feld so ziemlich fertig bringe. Weil es wird für euch ein bisschen langweilig sein, wenn es mir da nur zuschaut, wie gefühlt 100 Mal auf und nieder vor. Wird für euch ja nicht gerade die Action-Burse, wenn es mit da zuschaut. Und deswegen habe ich ein bisschen halt vorgearbeitet. Wenn es von der Zeit her umschaut, da ich ja in Echtzeit laufen habe, hat es doch jetzt, kannst du sagen, eine halbe Stunde dauert, bis ich soweit fertig bin, ein bisschen muss ich nacharbeiten. Das Hochtour sieht man ganz rechts oben, tut es ein bisschen, aber ist nicht schlimm, was ich nacharbeiten muss. Und gut, dass ich den Traktor gekauft habe. Weil da bergauf vor der 15, 16 miteinander mit den 110 PS, ich glaube, der wäre verreckt. Supi. Wo ist mein Locher? Ja, doch. Und muss ich sowieso noch einmal hin und her fahren. Bei der ersten Hälfte vom Feld ganz oben, wo ich stehen lassen und miesen meinen Wänden und so weiter. Das habe ich schon weggearbeitet, aber von der zweiten Hälfte vom Feld, das muss ich erst noch, das sieht man ja da unten jetzt, ist dann noch ein nachgewendetes Feld. Das hat halt vorgepasst, dass ich dort gleich vor bei der ersten Hälfte, das habe ich so wenden und müssen, da bin ich gleich einmal durch, einmal umdreht, wieder zurück und das Nachgewendete war so gesehen erledigt. Also, bis 6 ist ein bisschen nicht optimal, sagen wir mal so. Für Wenden und das Ganze. So, wie geht es nachher weiter? Also wenn ich da fertig angesetzt habe, da ich schneller bin wie der Helfer, ich danach gleich die Düngemaschine nehmen, das fällt noch einmal düngen. Dann haben wir eigentlich da gleich die zwei Düngestufen drauf. Und so wie der Helfer fertig ist, werden wir dann seine Arbeit ein bisschen ausbessern. Ein paar Sachen sind, wo ich nachfahren muss, was ich gesehen habe. Dann kann das zweite Feld mit Ross angesetzt werden. Da können wir einen Teil nehmen und so Silo machen. Beim Hof haben wir ja so ein Silagegerät, kannst du sagen. Da muss man es einfüllen und Silo können wir ausholen. Weil Silo braucht man nachher so oder so für die Kühe. Und wichtig ist, da muss ich erst schauen für die Pferdeln nachher, was ich weiß, ist Hafer und Wasser.
Wenn ein Großherr, ob ich da was brauche oder nicht, gehe jetzt auf die Schnelle. War nicht so. Nee, zwei. Ja, wurscht. Fangen wir mal so. Sonst ist das so. Das hier unten, sonst das Fitzel da noch. Da kommt wieder der Monk aus mir raus. Ja, der andere hat jetzt auf den Schell greifen, wenn er das echt an dem Bissel, das macht ja auch nicht verreichern. Wird sich jeder denken. Aber für mich zählt jedes Korn. Jedes Korn ist wichtig. Jetzt haben wir es gleich. Da drüben nachher nur noch ausbessern und dann ist er schon fertig. Muss ich da noch einmal runterfahren wahrscheinlich. Ne? Sieht was danach aus. Und das ist halt einmal der Plan für heute, hätte ich gesagt. Die Viertel. Muss ich jetzt noch mal schauen, was ich genau brauche. Es wäre nicht schlecht, wenn man den gleich besorgen würde. Nein. Aber wie gesagt, die brauchen, damit sie ihre volle Auslastung haben, 5 Tage. Was ich mir noch rennen kann. Und da ein Echtzeitspiel, wie gesagt. Und schon im letzten Video habe ich das schon erwähnt, wird es ein bisschen dauern nachher. Das heißt, bis ich da einen Gewinn raushole, dauert das ein bisschen. Das Einzige, was halt ist, ich will es aber nicht ausreiten. Es wird mit der Hilfe von Global Market, einer Global Market, Global Company gemacht. Dort ist das eingestellt, dass der das macht und dass er dafür 350 Euro kassiert. In der Nacht halt. Oder ein paar Tage oder wie auch immer. Vielleicht ist es so hin und wieder doch einmal ausreiten tue, nur zum Spaß oder Vergnügen. Dass man, wenn man bei der Karte ein bisschen herumschaut, dass ich sage, okay, reiten wir mal aus, reiten wir einen Strand entlang. Aber dafür, da muss schon Zeit vorhanden sein. Was erwischt, ich hoffe. Das habe ich eigentlich bis jetzt überall gemacht. Halt, überall ist gut gesagt. Und erst seit LS19 die Viertel. Aber ich habe das Ravenport gemacht eigentlich, dass ich gesagt habe, reit aus. Und da habe ich auch ein paar versteckte Sachen damals angefunden. Ich glaube, ich wird es da nicht geben. Stecke oder Gottes oder wie man auch immer dazu sagt oder nennt. Da kommt sehr gut, wenn man umbauen beim Berg, wo die Wälder sind, einmal mit dem Pferd durchreiten. Sehr gut ausschauen. So zwischendrin einmal.
zwischendrin eine bei den Pfeilen. Oder. Gerade auch nichts. Boah, sauber gearbeitet. Da haben wir noch ein Fleckel. Jo, ich sehe schon. Ich sehe schon, da ist noch ein Fleckel. Wir hätten noch was gesehen. Mir ist halt da war gewesen sein. Passt, hat es erledigt. Zeit voll auf. Geht zuerst düngen. Und sollte mit dem Düngen auch vor dem Dings fertig gewesen sein. Vom Helfer mit dem Düngen. Und wenn auch die Sämaschinkel wieder laufen, mit Saatgut. Was für ihn wieder auf. Siehst du, ich darf nicht vergessen, das Feld 1 im Auge zu behalten. Es geht uns ja auch. Das können wir ja auch ernten, wenn es erntereif ist. Wie schaut es noch aus? Im Wachstum noch. Braucht noch ein bisschen. Dann. Nein, das wollte ich gerade noch nachschauen. Und zwar ist gepflügt, aber die Düngestoffenbehälter dabei. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Passt, den Schutz für ihn. Okay. Dünger. Zitzumen. Bitte schön aus sich. Ja, Entschuldigung. Ein bisschen auszoomen. Mit die ja schon alles sauber wisch. Sehr gut. Langsam läuft es. Jetzt haben wir mal einen Sensor bestimmt in der letzten Folge. Und wir haben jetzt für derzeitigen Stand der Dinge einen Planer gesetzt. Wie wir da weiter verfahren. Jetzt ein bisschen liegen lassen, gell? Wurscht. Wir wollen halt weiter verfahren, wie der Plan zurzeit ausschaut. Zwecks Felder, zwecks Tiere, zwecks Fabriken. Fabriken also in dem Sinn läuft nichts so schnell,
Weil das sind alle so Schweineteier. Aber wir werden schon eine Lösung finden dafür. Schreibt mir mal in die Kommentare, ob das zu leise ist, wenn ich so weit draußen oder rausgezogen bin. Hört sich dann auch überhaupt die Traktoren? Die Umgebung wird es wahrscheinlich hören, aber die Traktoren. Nicht ganz erwischt, dass ich nachher noch fahren beziehungsweise einen Wendekreis ein bisschen anders fahren. Ich gehe, dass ich alles schön erwische und den höchstmöglichen Ertrag, den es gibt, zu erreichen. Jedes Korn zahlt alles, was ich abwenden tue. Ist wichtig. Um unser Ziel innerhalb von 400 Fohlen zu erreichen. Noch Zach. Aber es ist schaffbar. Vielleicht sogar mit ein bisschen. Hilfe. Vielleicht will mir ein bisschen Hilfe kurzfristig einmal zu leihen, beziehungsweise für ein paar Fohlen. Das werden wir aber noch sehen, wie es ausschaut. Wenn es soweit ist, werdet ihr es merken. Mal Hilfe wäre sicher nicht schlecht. Abgesehen von unserer Helfer natürlich, im Game Helfer. Weil die kosten immer so ziemlich viel Gold. Um 14 Uhr in-game, also vor einer halben Stunde in-game oder eher im Real Life vor einer halben Stunde bei mir, habe ich schon die erste Kostenabrechnung gekriegt von dem, der was grob und tut, von 1500 Euro. Schön. So wie es ausschaut, wie ich sogar mit dem Düngen schneller fertig wie er mit dem Feld 4 mit dem Grobern. Ich habe da mit dem Dünger eine größere Reichweite und er hat nur einen kleinen Pflug. Also Pflug will mir an größeren zulegen müssen, früher oder später. Und mit dem kleinen Pflug ist das große Feld schon aufwendig, zeitaufwendig. Andererseits mit dem großen kannst du fast nicht wenden. Du musst halt immer vorgewendet, ziehe vier Runden vorgewendet fahren, normalerweise. So wie. So, Weihnachten steht auch vor der Tür. Ich hoffe, ihr habt schon alle eure Weihnachtseinkäufe erledigt. Ich hoffe, ihr seid alle gesund und munter. Also wegen Corona etc. Aber das Thema will ich ehrlich gesagt nicht vertiefen.
Das Thema ist, was ich ungern ausschneide. Ich schneide sowieso ungern politische Themen oder sowas, will ich da in meinem Kanal nicht wirklich ausschneiden. Ich hoffe trotzdem, dass ja jeder von euch gesund ist, beziehungsweise von eurer Familie alle gesund sind. Und dass es also bleibt. Also der kleine Traktor hat schon sogar mit dem Düngestreuer zu kämpfen. Man sieht, gut, dass ich den Antrag also letzte Woche gekauft habe. Ein Case. Das ist immer gut. Jetzt werden wir nachher eventuell jetzt den Hof entlassen und nachher einen Flug übernehmen. Also genau, die Sämaschinen wollten wir vorher noch aufhängen. Aber wenn wir fertig mit dem Pflügen sind, das aussehen, lassen wir wieder einen Hof machen. Und wir werden weiter schauen, was wir machen können. Vielleicht irgendwie der Mission eine lukrative. Aber wir brauchen nachher noch Geräte. Wenn wir drüben Wiesen machen, wir brauchen Mähwerk noch. Ladewagen haben wir. Wir brauchen, wenn wir Heu machen wollen, und Schwader noch. Anna und Zeta. So, wir Heu. Und einen Schwader, wenn wir brauchen. Es ist halt so, wir können nur dort mähen, wo unsere Felder sind. Das war im L17 ein bisschen besser. Der Leute, der meine Folgen angeschaut hat, der weiß es, weil ich bin da überall wo groß war, bin ich herumgekurvt. Alles habe ich mitgenommen, was ich nur keinen habe. So, perfekt. Einmal stehen bleiben, einmal Menü. Jetzt bitte einmal Düngestufen schwarz. Komplett schwarz. Halt dunkelblau. Mehr wollte ich nicht haben. Mehr wollte ich nicht haben. Gehen wir jetzt den. I da du des. Das da drüben wieder auffüllen. Die Sämaschine. So, dann muss ich einen Wechsel da oben machen, um das aufzumachen. Muss ich halt einmal da mal rumfahren. Gewicht habe ich jetzt aber für den kleinen Gott Arkans. Das heißt, wenn wir mal bei der Händler sind, dann werden wir ein Gewicht noch besorgen für den Kleinen. Na, Frosch. Ich brauch. Jetzt ist hier das welches. Übrigens, für was ich das Salz tut auf Zeiten,
Rauch, was ich dort drin habe, habe ich nicht herausgefunden. Bis jetzt, also ich weiß da nicht, ob für Produktionslinie die sollst du brauchen. Ich weiß, beim LA17 da hat es eine Fabrik gegeben, wo Salz braucht. Weil das gibt es da bei den 19ern nicht mehr. Hoppala. Deswegen werden wir das Salz, glaube ich, am besten verkaufen. Weil das bringt ja noch Gold. Wir könnten aber sicherheitshalber noch einmal zum Händler oben schauen. Also schnell oben hupfen, nicht oben fahren. Weil dort ist ja die Produktionskette auf der Tafel. Und dort müsste man nachher sehen. Braucht man nicht. Ja, auf der Schaufel. Ich hoffe, dass meine Kameraführung euch im Großen und Ganzen passt. Wenn ich sowas mache, glaube ich weniger. Aber ansonsten, dass ihr alles seht. Obwohl, ist doch einmal ein schöner Ecken größer. Das. Was eine? Jupp. Passt, dann kann ich nämlich den Traktor einfach dazu keine stellen. Aussteigen. Hier laufen. Das machen wir nachher. Wir hupfen jetzt nur schnell zum Entlobby. Das schauen wir uns nämlich schnell an. Wir Salz wirklich nicht brauchen. So. Da. Salzwasser, ich krieg Salz und Wasser. Steht denn da sonst noch? Was steht denn Salz? Quarz, Rot und Bambu. Pellets. Okay. Also das wäre früher auffahren müssen. Das braucht noch ein Diesel. Diesel muss ich schauen. Das ist die Dieselfabrik. Weil da brauche ich Diesel, da brauche ich Diesel, da brauche ich Diesel. Da brauche ich Wasser, da brauche ich Wasser, da brauche ich Wasser, da brauche ich Wasser. Wasser braucht Diesel, da Diesel. Aber Salz? Doch da. Am Salat. Salat, Salat. Salatfabrik. 938.000. 938.400. Also, der will ich nicht so schnell kaufen. Das Salz könnte ich also vielleicht gewinnbringend verkaufen. Nee, 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 nee. Außerdem liegt es hier im Bau. Das heißt, Salz. Das wird Salz sein. Können
Auf 33 € pro 1000 Liter. Was wenn das sei? 5, 6 Schaufeln. 6 mal 33 wäre 180, wäre 198. Nee. Das bringt gar nichts. Also Salz ist Salz verkaufen bringt nichts, dann kohlt es lieber. Dann kohlt es lieber. Der kommt zu. So, was ist was? Helfer. Helfer, du bist jetzt Geschichte. Was der fertig fast warst. Supi, supi. Und einmal ablassen, was man das jetzt. Ja. Okay, jetzt hängen. Wir sollten nicht so machen wie der Helfer, dass sie kennt aber trotzdem. Flug drehen. Das ist der Knopf. Und solche Bässe rennen. Vorne da. So, aber ich habe die Zeit schon wieder übersehen. Wir haben die halbe Stunde schon wieder erreicht. Wenn das so ist, will ich die Aufnahme jetzt beenden. Wir werden uns das nächste Mal wiedersehen. Ich werde das Feld heute inzwischen offline noch fertig graben. Und wir sehen uns dann, wenn ein Helfer beschäftigen durch oder anschaffen wir, dass er das Feld da ansehen soll. Beziehungsweise, na, zweite Mal düngen machen wir nachher. Gut, dann wünsche ich euch heute noch einen schönen Tag. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin, macht es gut. Ciao, ciao.